Hallo und willkommen zurück zu Risen 3 Titanlords. Ich habe letztes Mal die Tonspur vergeigt, was daran liegt, dass ich hier für den Einbau, aber das wisst ihr jetzt natürlich, habe ich jetzt mal erwähnt, dann oder werde ich in der Nachvertonung erwähnen, für den Einbau meiner neuen Festplatte natürlich alle Kabel abziehen musste. Tja, dann habe ich sie irgendwie falsch wieder rangesteckt, beziehungsweise hat das Tonprogramm das Mikro erstmal nicht erkannt. Und ja, jetzt wollte ich Sadek noch fragen, ob er endlich auf unser Schiff kommen will. Mach dir keine Sorgen um Buß. Das hat sich erledigt. Dann braucht Buß Sadeks Hilfe nicht mehr? Ich denke nicht. Gut. Sadek freut sich, bald wieder richtige Planken unter Füßen spüren zu können. Ja, dann komm mit mir. Komm mit mir. Ich will dich in meiner Crew haben. Gut. Gucho hat ein Schiff? Mein Schiff liegt in der Bucht vor Anker. Willkommen an Bord. Gee, wenn Captain in See sticht, wird Sadek da sein. Sehr schön. Damit haben wir Sadek. Und jetzt geht's auf zu Patty. Ich glaube, da gab's keinen Teleporter. Da habe ich mich lange gesucht gehabt. Das heißt, wir machen uns zu Fuß auf den Weg. Na, Gegner soll es eigentlich keine mehr geben. Ich habe schon alle abgehakt. Ist auch langweilig jetzt irgendwie so. Na gut. Vor allen Dingen, weil wir ja nur begrenzt rennen können. Und begrenzt lange schnell schwimmen können. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo es hier auf der Insel eine Schmiede gab. Hätte man nämlich auch mal unser neues Schwert angucken können. Also schmieden will ich es auf jeden Fall. Auch wenn es dann vielleicht nicht so viel bringt. Jetzt können wir hier vielleicht mal abkürzen. Die stand doch irgendwo hier auf der Insel am Ufer. Ja, scheinbar reagiert irgendwas questmäßig nur, wenn Patty dabei ist. Und deswegen nehmen wir sie natürlich mit. Wenn man das vorher weiß, ist auch gut. Ich wäre nämlich nie im Leben mit ihr durch die Gegend gerannt. Die Frau nervt mich nämlich. Wir können vorher noch die Muscheln um sie herum einsammeln. Paddy! Ich habe mich um Slim gekümmert. Dieser Schuft ist schuld an dem Schlamassel auf der Krabbenküste. Wegen ihm hätte ich dich fast für immer verloren. Er wird so schnell niemanden mehr in die Irre führen. Und was macht dich da so sicher? Weil ich ihm garantiert keine zweite Chance geben werde. Gut, denn wenn einer meinen Bruder umbringt, dann bin ich das. Na, besten Dank. Haha, jetzt hab dich nicht so. Mein Schiff liegt in der Bucht vor Anker. Sehr gut. Dann werde ich ab jetzt mit dir segeln, Captain. Schwierige Lage. Aber wir haben es wieder einmal geschafft. Das mit dem Schiff hast du gut gemacht. Hast du mich gerade gelobt? Ja. Aber gewöhn dich nicht daran. Wird nicht so häufig vorkommen. Na super, danke, Patty. So, können wir jetzt direkt wieder zurück zum Schiff, ne? Können wir eigentlich rüber schwimmen? Das ist aber nicht das hell erleuchtete, oder? Das ist das dahinter. Schwimmen. Und dann können wir direkt wieder zurück. Nach Kalador. Wahrscheinlich gibt es jetzt auch wieder eine Seeschlacht wie letztes Mal. So. Ihr müsst jetzt verzeihen, wenn ich jetzt Sachen doppelt sage, die ich letztes Mal schon gesagt habe, oder Sachen voraussetze, die ich letztes Mal gesagt habe. Weil ich, wie gesagt, ich habe die Nachvertonung noch nicht gemacht. Ich weiß nicht ganz, wie es aussieht. So, ist das jetzt unser Schiff? Ja, da ist Sadek. Großes Schiff. Sehr gut. Sadek hat die richtige Entscheidung getroffen. Freut mich zu hören. Du wirst aber jetzt nicht den ganzen Tag nur saufen, oder? Ono, Sadek wird sich nützlich machen. Sadek wird dir Tränke geben, die dich Dinge sehend machen, die kein anderer sieht. Hier, schau. Dieser Trank bewirkt den Blick der Schatten. Kein Schattenwesen wird sich damit vor dir verbergen können. Probiere ihn, wenn die Schatten drohen. Sehr schön. Noch ein wertvolles Crewmitglied und ich würde sagen... Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Ich habe doch gerade erst mit dir gesprochen. So gut, wenn du meinst. Kapitän Feigling! Was? Wer hat das gesagt? Kapitäns Crew!
So, so. Na, wir werden ja sehen, wer am Ende noch da ist, wenn die Schlacht erst richtig losgeht. Hollys Papa, Hilfe! Das hast du schon einmal gesagt. Seltsam. Wer wohl dieser Pollys Papa ist? Erzähl mir mehr über Pollys Papa. Holzkopf! Ach, vergiss es. Na, ja, das kriegen wir schon noch raus. Offensichtlich ist es wirklich Zeit, die Crew mal wieder zu fragen. Ich hätte da noch mal eine Frage. Ja? Wissen wir schon, wann wir in die nächste Schlacht ziehen werden? Weiß ich noch nicht genau. Warum willst du das wissen? Ach, ich führe nur ein Protokoll für die Magier. Je mehr sie über unseren Fortschritt informiert werden, umso besser. Ja, ja, mach du mal. Wer weiß, wann sie das zu lesen bekommen. Ich hoffe bald. Was? Ach, nicht. Hier die Crew zu befragen ist natürlich nervig wegen Mathe-Wim und trotzdem. Wie sieht's aus? Ganz gut. Allerdings habe ich schon länger so ein ungutes Gefühl. Was stimmt denn nicht? Kann ich noch nicht sagen. Ich muss es noch weiter beobachten. Mach das. Na gut. Klingt ja schon gut. Was wird, wenn das alles hier vorbei ist? Gute Frage. Ich gehe mich besaufen, schätze ich. So spricht ein wahrer Held. Unsinn. Das werden wir alle tun. Vermutlich. Aber keiner glaubt so fest daran wie du, dass es auch so kommen wird. Und genau darum wird dein Plan auch aufgehen. Oh, immer dieses Vertrauen in mich und mein Können. Sadek hatten wir jetzt schon. Ja, Mendoza gibt's nicht mehr. Jaffa. Jaffa ist etwas verwirrt. Wohin genau geht die Reise? Ein Teil von mir ist im Schattenreich. Tja, und nun suche ich überall nach Hilfe. Ah, ist so etwas wie die Suche der Gnome nach Aurikulki. Jeder Gnome muss einmal in seinem Leben diesen einen Gegenstand für sich finden. Eine große Reise, die erst zu Ende, wenn wir das eine Dingi gefunden haben. Jaffa versteht jetzt besser. Danke, Homie. Ach ja, hier ist etwas Gold für meinen Captain mit guter Seele. Ja, so müssen wir die Crew am Leben halt. Wahrscheinlich verlieren würden wir Jaffa verlieren, wenn wir eine schlechte Seele hätten. Aber ich glaube, jetzt können wir einfach wieder zurück nach Kalador. Mal schauen, ob wir wieder angegriffen werden. Nein, tatsächlich nicht. Ich bin fasziniert und jetzt müssen wir natürlich die Paddy mitnehmen. Hab ich dir eigentlich mal gesagt, wie stolz ich auf dich bin? Bist du? Ja. Du bist ein guter Kerl, der sich um andere bemüht. Mach weiter so. Eine gute Seele wie du ist schwer zu finden in solch schwierigen Tagen. Du kannst mir einen Gefallen tun. Klar, schieß los. Ich will gegen die Schatten kämpfen. Gut. Aber dazu fehlen mir noch an vielen Stellen die Mittel. Okay, und weiter? Naja, ich hätte da so eine Idee, wie wir an Gold kommen könnten. Du kennst doch eine Menge krummer Hunde hier in der Sitze. Ach so, ich verstehe schon. Du willst mich an irgendwelche reichen Säcke verhökern, um deinen kleinen Krieg zu finanzieren. Naja. Natürlich nicht. Das traust du deinem Bruder zu? Ich kenne deinen Vater und dem traue ich's zu. Okay, was hast du vor? Nur so als Idee. Piraten vergraben üblicherweise ihre Beute. Es gibt eine Menge Halsabschneider da draußen, die wissen, wo solche alten Schätze vergraben liegen. Wir müssen nur die richtigen Kerle dazu bringen, ihre Geheimnisse auszuplaudern. Ha. Ich soll mich also doch an irgendwelche Kerle ranmachen. Jetzt tu nicht so, als hättest du deine weiblichen Reize noch nie gewinnbringend eingesetzt. Ich könnte sie unter den Tisch saufen. Wie auch immer. Na schön. Ich mach's aber nur, wenn du mich begleitest. In Ordnung. Wen nehmen wir als erstes aufs Korn? Colby. Einer der Piraten auf Kila weiß etwas. Und er steht auf mich. Er war früher mal auf dem Kahn von Kapitän Degenkolb. Ich möchte wetten, dass ich ihn dazu bringen kann, etwas über den Verbleib von Degenkolbs Gold zu erzählen. Gut, dann nichts wie hin. Vergiss aber nicht, mich mitzunehmen. Sonst wird er nicht reden. So. Anmerkungen zur aktuellen Lage?
Die Dämonenjäger sind auch nur ein weiterer Volksstamm, der versucht, wieder Ordnung ins Chaos der Südsee zu bringen. Wenn du mich fragst, ist das nur ein netter Versuch, mehr nicht. Dazu sollten diese Idioten erst unter Beweis stellen, dass sie es schaffen, sich vernünftig zu organisieren. Komm mit. Ei. So, gut. Patty kommt mit. Weiß, können wir jetzt wieder mit allen sprechen? Polly? Rasier dich! Nein. Okay, dann können wir jetzt endlich mal nämlich die Flammen da überqueren und aber erstmal mit Eltrick sprechen. Nach dieser kleinen Exkursion nach auf Kieler. So. Und wir haben ja auch Neuigkeiten für Eltrick, was den einen Schattenlord angeht. Mhm. Wegen deiner Krieger. Cyrill hat die Toten im Norden bestattet. Gut. Ich bin froh, dass wenigstens er zurückgekommen ist. Fenn konnte einen der Bauernhöfe nicht mehr retten. Schlimme Zeiten sind das, wenn wehrlose Bauern den Preis für unseren Krieg bezahlen müssen. So, jetzt müssten wir eigentlich alle haben. Na gut. Alle Teleporter in Kalador sind aktiviert. Alle bis auf einen. Und der liegt auf der anderen Seite des Lavastroms. Es wird mich eine Menge Kraft kosten, wenn ich uns mit Hilfe der anderen dort hinüber teleportieren will. Nochmal zum Geisterritual. Du weißt, wo der Zauberspruch für das Geisterritual zu finden ist? Einer der dunklen Krieger hat sich einst mit diesem Zauber befasst. Wenn wir Glück haben, finden wir in seiner Behausung noch Aufzeichnungen davon. Gut, und wo genau ist das? Er wohnte auf der Ostseite des Lavastroms. In irgendeiner Ruine im äußersten Osten von Kalador müssen wir suchen. Verstehe. Die Magier sind mächtige Zauberer. Das ist wahr. Jedoch beschäftigen sie sich in diesen Tagen hauptsächlich mit der Erforschung der Kristallmagie. Das hat sie in vielen Bereichen der Zauberei geschwächt. Ich fürchte, nur der mächtigste von ihnen wird stark genug sein, um uns beim Geisterritual helfen zu können. Und wer soll das sein? Der mächtigste der Magier ist zweifelsohne Zacharias. Bitte ihn um Hilfe. Ja, mit dem müssen wir erstmal sprechen, ne? Wie wär's mit einem Schamanen der Eingeborenen? Die Idee ist gut. Die Voodoo-Priester sind wahre Experten, wenn es um die Geisterwelt geht. Die mächtigste Voodoo-Hexe, die ich kenne, ist Chani. Sie ist die Tochter eines Häuptlings der Eingeborenen. Heute hat sie sicher ihren eigenen Stamm. Geh und finde sie. Wir könnten ihre Hilfe jetzt gut gebrauchen. Na, das ist die, die im Schattenreich, glaube ich, verloren gegangen ist. Du hast von einem magisch abgeschirmten Ort gesprochen. Ja, und das ist in der Tat ein richtiges Problem. Es gibt Legenden über sehr alte Wesen aus längst vergangenen Zeiten, die eine Sphäre der absoluten magischen Ruhe erzeugen konnten. Doch das Wissen ist mit den Jahren verloren gegangen. Selbst die Ältesten der dunklen Krieger von Kalador wussten nichts davon. Wir sollen einer Legende hinterherjagen? Tut mir leid. Das ist das Beste, was mir im Moment einfällt. Ich soll also ein altes Wesen finden. Ja, und es muss auch heute noch leben, damit es uns helfen kann. Und es soll alt sein. Sehr alt. Sogar älter als die Titanendorts. Es muss die Zeiten überdauert haben. Es muss den Aufstieg und Fall der ersten Zivilisationen dieser Welt gesehen haben. Es muss so alt sein, dass es die ersten Tage der allerersten... Okay, ich denke, ich hab's begriffen. Gut. Alt also. So, jetzt aber hier rüber. Lass uns den großen Wurf über den Lavastrom starten. Du hast recht. Wir müssen uns beeilen, bevor die Schatten noch mehr Unheil anrichten. Folge mir zum Lavastrom. Dort werde ich dir erklären, wie das Ganze genau funktioniert. Du kannst sie nicht retten. Meine Zeit ist gekommen, in die Welt zurückzukehren und meinen Platz einzunehmen.
Komm nur her. Ich warte. Mach dich bereit. Ich werde uns nun hinüber teleportieren. Fang an. Gut, holen wir die anderen Krieger und versammeln uns erst einmal hier oben. Nun ist es soweit, meine Freunde. Heute zeigt sich, woraus ihr gemacht seid. Hört ihr den Ruf des dunklen Kriegers oder werdet ihr in der Finsternis untergehen? Der Feind wird nicht lange auf sich warten lassen. Nehmt eure Waffen, dunkle Krieger. Und treibt das Unheil wieder zurück in die Löcher, aus denen sie gekrochen kamen. Und da fängt es auch schon direkt an. Cool. Unheimlicher Geselle da in der Schattenwelt. Den werden wir garantiert auch noch begegnen. So, lass dir mal nicht allzu viel Zeit hier mit deinen... sehen, wie du hier alle vernichtest. Wir haben hier noch ein paar Leute zu schützen quasi. So. Und jetzt laufen hier alle im Gänsemarsch quasi durch diese Lava-Gegend. Naja, gut. Können uns ja danach noch mal in Ruhe umgucken. Solange wir noch ein bisschen Hilfe haben, ist sehen, was sich verkehrt. Wir haben ja auch viel Hilfe bekommen, eigentlich dadurch, dass wir so viele von den Dämonenjägern auch geschützt und gerettet haben. Kriegt das jetzt eigentlich auch für jeden, den die erledigen, irgendwie Ruhm? Oder nur für alle, die ich erledige? Bisher habe ich ja eigentlich alle erledigt und die halten die nur ein bisschen zurück. Nee. Wenn diese erledigen, erhalte ich nicht so viel Ruhm. Ich dachte, wir sind so eine Crew. Ja, das ist ja schon dann ein bisschen doof, aber... Wer wird jetzt den Hof übernehmen? Die Natur. Die Natur? Nach dem, was dort passiert ist, wird dort niemand einziehen wollen. Also wird die Hütte verfallen und eine weitere Ruine abgeben. Willkommen auf Kalador. Na gut. Ah, jetzt machen sie sich sehr gemütlich, okay. Lager aufgeschlagen. Wo war man denn den Eldrick da? Eldrick. Wie geht's jetzt weiter? Irgendwo in den Ruinen im Süden muss der Zauberspruch für dein Geisterritual zu finden sein. Du kannst dich im Süden umsehen. Wir werden uns hier für den Norden rüsten. Die ganze Region ist verseucht mit Schergen und anderen Wesen aus dem Schattenreich. Oben im Norden vermute ich ihren Herrn, einen besonders bösartigen Schattenlord. Er ist es, der den Zweifel über das Volk von Kalador gebracht hat. Wir müssen ihn vernichten, bevor er noch mehr Unheil anrichtet. Sag mir einfach, wann wir mit dir in die Schlacht ziehen sollen. Wir werden auf dich warten. Okay, dann laufen die alle mit mir mit. Finde ich jetzt so per se eigentlich ganz cool. Ist mal was anderes. So, das heißt... Hier Richtung Norden geht's dann, wenn die alle mitkommen. Und wir gucken uns aber hier unten um. Hm? Quasi aus der Richtung, wo wir gekommen sind. So ein Klingenblatt.
Was haben wir denn hier? Aha. Ein Seelenfresser. Ein gutes Zeichen dafür, dass wir hier in der Tat auch besser erst ein bisschen später herkommen. Aber mittlerweile sind die auch kein wirklich großes Problem mehr. Darf ich nur nicht sterben und das Gegenteil beweisen? So, sogar eine Truhe, die... Todeshauch. Oh, Mann, immer diese blöden Rohre. Und die erschreckt mich jedes Mal. Scheiß Ghoul, ehrlich. So, jetzt können wir hier aber an der Stelle auch nicht wirklich weiter durch den Eindruck. Von der Seite kommen wir nicht rein. Kann er sich nicht dran hochhangeln. Muss es irgendwie unten rumgehen. Durch diesen Sumpf oder was das ist. Wir können aber auch hier dann nochmal rechts gucken. Sind jetzt auch noch nicht lang gegangen. Und zwischendurch darf man auch mal die Schattensicht verwenden. Oh. Das sieht nach einem Feuergolem aus. Der ist doch Feuergolem, oder? Diese Hitze ist unerträglich. Lava. Wir sollten uns hier nicht länger als nötig aufhalten. Ein Labergolem. Ah, der ist zu zweit, treiben wir den so in die Ecke. Gar keine Chance. So, Golemherz gibt's hier. Und hier noch ein paar Blümelis. Da unten gibt's gerade noch eine. Nee, ich habe die Pflanzen oben nicht übersehen. Da gehen wir auch noch hin, auf jeden Fall. Also so nach und nach alles abhaken, ne? Dass die so viel mehr Ruhm bringen als die Seelenfresser raff ich nach wie vor nicht. So, nehmen wir noch einen Feuervogel. Passt denn zu dem ganzen Lava, der hier ist? Ja, Gott, Heilung. Was ist jetzt die Gegend? Kommen wir hier dann weiter? Ah ja, hier kommen wir wieder zurück. Nee, dann gucke ich mir das nach oben erst an. Nee, hier lang. Moment mal, jetzt bin ich etwas verwirrt. So, hier geht's wieder hoch, genau. Ja, aber ich sehe, die Zeit für die Folge ist eh schon wieder um. Das heißt, hier hochklettern, können wir hier überhaupt hochklettern? Ja. Können wir. Sozusagen machen wir erst in der nächsten Folge. Ich glaube, das endet hier auch schon. Oder? Ja, das endet hier auch schon. Also den Weg zum Sumpf bestreiten wir das nächste Mal. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich freue mich auf die nächste Folge. Tschüsseli!